Am 24. September fand auf dem Gelände der Hochschule Wismar das beliebte Campus Open Air statt. Rund 2500 Besucher zählte das Festival, laut Angaben des Allgemeinen Studierendenausschusses. Somit ist das Campus Open Air über die Jahre zu einer festen Instanz in der Hansestadt geworden. Der Zeitpunkt zum Semesterstart war natürlich gut gewählt. Viele treffen hier Freunde nach den Sommerferien wieder oder lernen neue Menschen kennen. Musikalisch wurde in diesem Jahr einiges geboten. Nehmen wir zum Beispiel die Künstlerin Luna. Ist mir egal, was sie tut, lass mich einfach in Ruhe. Diese konnte sich seit ihrer 2020 veröffentlichten 50-sekündigen Piano-Version des Songs Verlierer auf dem Markt etablieren. Das Publikum feierte die Songs und die Performance der Durchstarterin. In einer Umbaupause haben wir uns einmal umgehört und gefragt, warum kommt ihr zum Campus Open Air? Was gefällt euch? Worauf freut ihr euch? Dieses Jahr auf jeden Fall mein Hauptact Jerome. Dieses Jahr, deshalb bin ich hier. Also ich fand, Luna hat schon mal einen starken ersten Auftritt geliefert. Luna! Ja, Luna! Wir sind richtige Fans. Also ich finde, sie singt sehr, sehr gut und ich liebe ihre Lieder. Vorhin war Luna da, die war klasse. Mal schauen, was der Abend noch so bringt. Die Stimmung ist super. Mit der durch zahlreiche Live-Gigs bekannten Band Northern Light ging es dann Richtung Abend. Die Erfurter schaffen es mit Neo- und Elektropop sowie Rock-Elementen, das Publikum zum Tanzen zu bringen und die Stimmung langsam anzuheizen. Bereits seit 1997 bespielen Northern Light Bühnen in Deutschland, Spanien, England und Japan. Das Team von Campus Open Air hat es auch in diesem Jahr geschafft, eine tolle Show auf die Bühne zu stellen, die Lust macht auf kommende Veranstaltungen.